Hey, was sind das für rote Kerne, die du hast? Glutkerne? Klingt interessant. Tauschst du deine Glutkerne gegen den Fisch? Ja. Abgemacht, mal sehen, wie die schmecken. Klack, Mann, Mann. Es brennt, es brennt. Hallo, Lieben, und willkommen zurück auf Flodder Gaming. Mein Name ist Tim und wir spielen heute wieder Oracle of Ages. Und haben sofort Peter gegen uns. Zu Recht. Absolut zu Recht. Beim letzten Mal haben wir Ewigkeiten gebraucht, um hier durch diese Insel zu eiern. Ich habe auch immer noch nicht weiter gespielt gehabt, sondern habe sofort da weitergemacht, wo... Oh, vor langer Zeit habe ich dem Beschützer das Maul geöffnet, scheinbar. Ich bin für das Abend auf dem Allerhockey zuständig, doch meine Nase ist zu. Mein Essen ist ungenießbar geworden. Nur ein super starker Geruch macht meine Nase wieder frei. Okay. Vielleicht hätte ich auch einfach einmal kurz... Komm. Bevor euch das ganze Gebiebe hier auf den Sack geht. Falls ihr die letzte Folge übersprungen habt... ich nehme es euch nicht wirklich übel, denn... Es hat schon sehr lange gedauert und es ist nicht besonders viel passiert, aber ich bin mir relativ zuversichtlich, dass wir es heute schaffen, in den Dungeon zu gehen. Und jetzt seht ihr auch, warum wir diese ganzen Dinger da die ganze Zeit hingeschoben haben, diese Setzlinge, damit man da jetzt hochklettern kann und... Nö. Aha. Kernpflanzen können. Das ist der Plan. So. Ja, es ist einfach... Es war sehr lang. Aber wir gehen jetzt mal darüber, sammeln ein paar Duftkerne ein. Und dann sind wir eigentlich... Nämlich auch schon ready to go. Glaube ich. Oh. Hey, du da, hör mir zu. Es dauert sehr lange, bis ein Baum ausgewachsen ist. Das gleiche gilt für die Ranken, die du gerade runtergeklettert bist. Okay. Ein Baum braucht lange Zeit, bis er ausgewachsen ist. Sure. Ich weiß. Herrlich. Joink! Duells Duftkerne. Ihr Geruch lockt Monster an. Öffne deinen Saatbeutel, um sie einzusetzen. Lockt Monster an, hä? So. Kann ich den Leuten mal diese Kerne zeigen? 1, 2, 3, ist das schon viel? Ich muss nämlich das Zählen lernen. Okay. Sieht auf jeden Fall, wenn man so einen Kern legt, auf jeden Fall so aus, als hätte einer da hingeschissen. Ist großartig. Was muss ich eigentlich nochmal... Wie viel habe ich denn jetzt? Genug. Okay. Ach so. Ich glaube, ich weiß wieder. Schaufel sammeln. Und dann irgendwie nochmal nach links unten, ne? Okay. Dieser Reif habe ich gefunden. 10 Duftkerne ist er dein. Ja. Du hältst das Kraftarmband. Du hast all dein Hab und Gut. Ich habe nichts mehr da. Ja, all mein Hab und Gut. Bis auf meinen eigentlichen Schild. Aber ist okay. Kriegen wir schon wieder. So. Jetzt muss ich mich kurz nochmal erinnern... wir mussten zum Hafenort und es war wieder so klar. Darüber, ne? Gut. Ist auch ein bisschen nervig, dass die Klötze hier immer wieder kommen. Aber ist okay. So. Da
Dann teleportieren wir uns eben drüben rüber. Und dann sind wir schon im Dungeon. Und dann machen wir eben ratzfatz den Dungeon. Und wie ihr... Wie ihr vielleicht gesehen habt, existiert der Dungeon auch noch in der Gegenwart. Da ist natürlich die berechtigte Frage, ob es... Ach, guck mal, da unten ist die Höhle. Ich glaube, da ist nämlich mein Schild. Ups. Spinne. Ob man nämlich auch noch in die Gegenwart muss, um dort den Dungeon zu spielen. Ich glaube schon. Ich bereue es auf jeden Fall wenig, den, kommt jederzeit vorbei, wenn deine Suche dich erschöpft. Cool, eine große Fee. Die heilt einen. Das ist nice. Was habe ich gerade gesagt? Schon richtig müde. Anyway. Ah, wir sind in der Gegenwart. Wir sind in der Gegenwart. Dem das große Auge, großen Mund öffnet. Naja, Level 3. Die Mondscheingrotte. Leute, wir haben es geschafft. Wir sind da. Wir kriegen erstmal einen Haufen Kerne. Und dann dürfen wir uns erstmal ein bisschen durch die Gegend sprengen. Oh, der Endboss ist auch schon wieder geil. Ich weiß schon wieder, was wir kriegen. Die sind auch all. Kann man die nicht mit... Ja, die tun einem weh. War nicht irgendwie... Die Hasen finden nämlich Musik blöd. Es liegt nicht an mir, Leute. Es liegt nicht an mir. Also ich würde mal sagen, dass ich relativ gut spielen kann, ja? Dieser Block hat Risse. Okay. Ah, es macht auf jeden Fall Spaß, in diese ganzen Dungeons reinzugehen und eine Idee zu haben, was man tun muss. Oder beziehungsweise, was für Items da kommen. Boah, die sind auch ätzend, ey. Ein lautes Geräusch dringt aus der Ferne, als ob sich was losgelöst hat. Okay. Allerdings, bei vielen Rätseln habe ich auch nach wie vor keine Ahnung mehr. Vier Kristalle halten fest, was weiterführt. Ah, und hier ist dieses Drehding. Ganz easy. Wir müssen nur ein bisschen rum hier im Kreis drumherum. Ganz kurz. Mir fehlen Schlüssel. Gab's hier noch irgendwo? Warte mal, jetzt muss ich mal eben gucken. Da konnte man auch nicht durch. Leute, wie komme ich denn jetzt weiter? Wie ging's denn? Gibt's hier einen geheimen Durchgang? Oder muss ich etwa... Oder einen ganz offensichtlichen Durchgang? Möchte ich nie ausschließen. Ach so. Ach. Na klar. Hätte man auch im ersten Zug machen können, aber...
Habe ich vergessen? So, und dann geht's auch schon weiter. Ne, Liebe, jetzt für alle nochmal zum Mitschreiben. Hier müsst ihr Bomben benutzen. Und dann müsst ihr die Figur mit den Augen auch an die richtige Stelle schieben. Ne? Das wird abgefragt in der nächsten Stunde. Und ich hoffe, dass ihr es bis dahin habt. Und also euch gemerkt habt. Und deshalb... Gehen wir erst hoch oder gehen wir erst runter? Hier geht's auf jeden Fall runter. Ich glaube, ich gehe erstmal runter. Klunk. So. Das ist nämlich das. So. Ich glaube, das bringt mir auch noch... Bringt mir das schon was hier? Manchmal, manchmal schafft man sogar die in einem zu töten. Dann kriegen die irgendwie zweimal Schaden von der gleichen Bombe. Aber ich weiß nicht so ganz, wieso. Oder wann. Besser, ja, dann gehen halt die scheiß Türen wieder zu. Es ist irgendwie ein bisschen oll. Hey mir. Ja, na gut. Die sind ziemlich doll, finde ich. Denn. Uch. Ach, mache ich denen noch gar keinen Schaden? Moment. Kann man die Duftkerne, bringen denen auch nichts. Kann man die mit Arcanum-Kernen irgendwie verwirren? Oder so? Komm her. Zieh einen Finger. Jawohl! Joho! Gibt's irgendwas Cooles? Nö. Was Optionales. Na gut. Ups. Och, Leute. Wirklich. Wenn man so mittelmäßig spielen kann, wie ich, dann braucht man keine Feinde, die mit dem Controller greifen. Joink. So. Geht... Ist die große Frage. Geht dieses Ding da auf, wenn ich alle getötet habe? Nö. Okay, dann müssen wir hier einmal drumherum fahren. Dann fahren wir einmal nach da. Und dann dreht er sich ja so rum. Und dann gehen wir einfach einmal hier lang. Und da haben wir ja schon die Tür offen. Und dann können wir nämlich einfach hier wieder durch. Und kommen nach oben. Zack, wie cool. Fiese Viecher. Die fressen den Schild. Ein bisschen nervig. Ach so, ah. Stimmt, Bomben machen die nicht kaputt, ne? Gut. Dann brauchen wir wohl das neue Item. Ba 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 ba.
5 Bomben für... Hä? Wait, what? Hat das die beim letzten Mal nicht... Ach so, wahrscheinlich braucht man dafür Pegasus. Ach. Ich glaube nämlich, die Arcano-Kerne machen jedes Mal einen anderen Effekt. Und... Ja. Und nur manchmal ist es dann... Nein! Ach, guck an! Die bekommen Schaden durch die Duftkerne. Man darf nur nicht... Man darf nur nicht sterben. Jawohl! Und gar nicht so schwach. Okay. Die mögen scheinbar Pupskerne nicht. Das ist ja auch nett, ne? Ist ja gut zu wissen. Ist ja gut zu wissen. Oh, der Raum, Alter. Okay. Oh, hier warten doch auf jeden Fall auch diese... Jawohl, da war er. Zieht doch. Hier ist auch irgendwo einer. Da. Das Schöne ist, dass die aus irgendeinem Grund... Und guck, jetzt sind hier zwei. Oh, da ist noch einer. Kriegen wir auch. Die auch. Jawohl. Dass man die irgendwie hauen kann, bevor... Also, Pflanzen gehen nicht kaputt, aber die irgendwie schon. Danke. Was möchte ich? Also, ich möchte mich nicht beschweren. Geld braucht man. Okay. Ist eine Ansage. Das sieht mir doch so aus, als würde ich jetzt mein Item bekommen. Denn da komme ich ja gar nicht hin. Weiß auch nicht, was das für ein Raum ist. Ich hätte jetzt gedacht, dass irgendwie der Mittelboss kommt. Aber stattdessen kriege ich die Tröte. Das Blasrohr. Das ist geil. Das Blasrohr. Jetzt können wir nämlich hier schön ein reinblasen. Dann geht nämlich die Tür auf. Und jetzt steht uns die Welt offen. Oh, nö. Muss ich jetzt hier nochmal lang, Alter? Ja, ich weiß ja nicht. Ha! Ey, kein Bock jetzt hier zurückzulaufen. Beziehungsweise durch dieses ganze Rätsel irgendwie durchzugehen. Deshalb laden wir einfach mal den Dungeon neu und dann, ich meine, dann wird man zurückgesetzt. Aber das ist, was ich will. So, wo waren wir denn noch nicht? Wir mussten einmal im Karussell fahren, glaube ich. Um hochzukommen. 1, 2, wie viele haben wir denn schon kaputt gemacht? Wie viele Kristalle? Eigentlich so gut wie alle. Ja. Dann machen wir jetzt, gehen wir noch einmal hier rum. Schießen den letzten Kristall kaputt. Ich glaube, das ist alles, was wir... Ja, der ist auch schon hinüber. Und dann sollten wir es eigentlich haben. Dann, glaube ich, fällt das hier runter. Dann sind wir auch durch. So. Supi. Dann haben wir das. Hier gibt es nochmal einen schönen Kern. Schild. Habe ich auch schon lange nicht mehr. Au! Au! Alles geplant, Leute, alles geplant. Oh
ein Scherz. War ich hier eigentlich... Hier war ich noch nie oben, ne? Ich glaube, da bin ich mich sofort nach unten gerannt oder so. Klunk, klunk. Ach, das sind schon tolle, tolle Rätsel alles. Lieb's. Nö. Da brauche ich nochmal einen Schlüssel. Den habe ich aber noch nicht. Okay. Und dann können wir nämlich mal hier lang. Und ich glaube, dann kriegen wir ja die Drehtür. Jawohl. Ich hasse euch. Die sind so nervig. Unzerstörbar und machen sich auf jeden Fall immer... Hier habe ich auch ewig gestanden, bis ich das gecheckt habe. Dass man hier die Dinger reinschmeißen kann. Nope. Mhm. Nope. Nope. Vielleicht von hier? Fast. Jawohl. Auch das wieder nur für einen Kern. Man fühlt sich immer so ein kleines bisschen verarscht, wenn man sich irgendwie... Also finde ich... Ich könnte natürlich auch einfach auf den Kompass hören. Der ja Krach macht. Wenn ein Schlüssel in der Nähe ist. Aber dadurch, dass ich euch ansquatsch... Guck, man könnte natürlich auch einfach mal die Backen halten in jedem Raum. Und dann wird es auch gehen. Irgendwie. Hier zum Beispiel. Hier gibt es den Schlüssel. Aber dafür müssen wir andersrum kommen, damit die Drehdings... Ja, toll. Was ist er? Du kannst mir rein gar nichts anhaben, solange ich untergetaucht bin. Ich find's nett, dass die, ich find's gut, dass die... Dass die... Hau! Dass die... Oh Gott. Ich find's gut, dass zumindest die Zwischenbosse, mal ein bisschen... Dass die Zwischenbosse verschiedene Items benutzen, denn die Endbosse benutzen ja ausschließlich, die Items, die man auch in diesem Dungeon gefunden hat. Das ist halt immer so ein bisschen oll, finde ich. So, heiße Schnett, ne? Ist ein bisschen lahm. Spannend ist es nicht. Es macht vielleicht ein gutes Rätsel, aber... Wäre doch irgendwie cool, wenn so alles immer wieder abgefragt wird und dass dann irgendwie so ein Zwischenboss kommt, der mal ein bisschen interessant ist. Das ist doch viel besser. Das ist doch netter. Achso, Schlüssel. Einmal zurück, ne? Moin. Halt's Maul. Hau ab. Und. Okay. Genau, und jetzt können wir nämlich einmal wieder rum und haben nämlich das Drehkreuz in der richtigen Positionierung gelassen. Jetzt kommen wir nämlich nach rechts und rechts kriegen wir dann hoffentlich unseren Master Key. Aber wieso... Ah! Ich glaube gerade... Diesen Tempel gibt's ja auch in der Gegenwart. Ich glaube, das ist einfach der Tempel, den man später... Also das hier ist jetzt ja der dritte. Und ich glaube, in der Gegenwart ist das dann der fünfte oder so.
Also den spielt man dann nochmal. Ne, da muss ich gar nicht lang, ne? Ja, so. Das heißt, wir haben ihn tatsächlich gleich durch. Das ist doch bisher ein ganz guter Schnitt. Es tut mir leid, dass ich bei euch... Tut mir leid, dass ich bisher euch nicht so viele spannende Stories erzählt habe, aber was mir letztens schon auch in einem Gespräch mit Marvin in einem Telefonat aufgefallen ist, ich bin so schlecht im Multitasken und es ist natürlich auch dann traurig, dass er da nicht dabei ist, um mir auszuhelfen. So. Ach ja. Du kannst mich nicht sehen, denn ich bin dein Schatten. Boah, ich glaube, den Boss habe ich richtig lange nicht geschafft. Scheiße, wie ging denn der? So. Beziehungsweise, ich bin, glaube ich, 100 Mal an ihm gestorben. Habe ich... Muss ich mal eben gucken. Was macht mein Ring nochmal? Schwertkraft hoch. Den ziehen wir aus. Und hoffentlich... Genau so geht die nämlich. Okay, man muss nämlich über Bande schießen, so war's. Ja. Wo dann? Okay. Darf man scheinbar auch nicht zu weit weg, ansonsten passiert doch gar nichts. Muss man vielleicht ein bisschen dynamisch bleiben, ne? Vielleicht muss man sich da weiter bewegen. Joink. Okay, und wahrscheinlich kann man auch mehrere abschießen, wenn man gut ist. Vielleicht, vielleicht. Klunk. So, jetzt wird's aber langsam. Jetzt wird's auch. Jetzt wird's auch was. Jetzt. Blöde Sau. Oh Mann, ich hab hingeguckt, die Trottel. Wieso? Warum bin ich da lang? Scheiße. Es wird eng. Es wird eng für mich. Oh, fast. Jawohl. Da ist er. So. Wir haben es geschafft, Leute. Keine halbe Stunde. Und wir haben schon die Reißzähne der Zeit. Die Stimme des Echos. Eine Sense. Simpel. Easy, sagen sie da. Easy. Uff. Ambis Turm steht kurz vor der Vollendung. Das ist nicht... Leute. Dass Ambis Turm erst errichtet, wird man mich als die größte aller Königinnen in Erinnerung behalten. Eieieiei. Das ist ein großer Turm. Nicht wahr? Gut, dass sich der Marco-Baum nochmal meldet. Yo, Babe. What's up? Zelda, Schatz. Du hast die Stimme des Echos, doch es sieht nicht gut aus. Der schwarze Turm steht in der Vergangenheit, kurz vor der Vollendung. Entschuldigung, ich hatte Erdnüsse. Furchtbares wird passieren, wenn du dich nicht beeilst. Ich höre das Echo einer Essenz von dem Gipfel im Nordwesten von Lünnerstadt. Dort solltest du suchen. Was war bei ihm los? Ja, Leute. Wir haben es geschafft. Oh! Dieser fette Fisch wurde angespült. Der ist bestimmt lecker. Roter Fisch schmeckt sicher hervorragend.
Wir haben diesen roten Fisch gefunden. Wir können es kaum erwarten, davon zu kosten. Hey, was sind das für rote Kerne, die du hast? Glutkerne? Klingt interessant. Tauschst du deine Glutkerne gegen den Fisch? Klar. Abgemacht, mal sehen, wie die schmecken. Knack, Mampf, Mampf. Es brennt, es brennt. Herrlich. Die hat mich fast gefressen. Mein Name ist Dimitri. Mein Name ist Dimitri. Kann im Meer schwimmen. Willst du irgendwo hin, du darfst auf mir reiten. Drücke A, damit ich zuschnappe. Ich bin außerdem ein toller Schwimmer. Sogar Wasserfälle hinauf. Den wollte ich immer. Kann schwimmen, und zwar auch im Meer. Das heißt, man kann ihn nehmen und werfen. Das ist geil. Und er kann Wasserfälle hoch. Dude. Und ist schnell. Guck mal. Ich glaube, da kann er leider nicht rüber. Das ist nicht sein Fehler. Ich würde ja zu gerne hier in die Vergangenheit reisen. Aber ich traue mich auch nicht. Ganz ehrlich. So. Ja. Leute, wir haben es geschafft. Wir fahren jetzt hier noch ein bisschen durch die Gegend. Gucken mal ein bisschen, was die Meere noch so zu bieten haben. Nix. Ui. Well, da pflanzen wir nochmal einen Baum. Joink. Okay. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich glaube, was ist denn im Nordwesten? Im Nordwesten sind da die Goronen? Das wird auf jeden Fall auch lustig. Bis dahin probiere vielleicht ich noch ein bisschen Knete zu machen. Vielleicht gewinne ich noch ein paar Spiele. Vielleicht kriege ich noch ein paar coole Ringe. Ich verirre mich so weit draußen. Langweiler. So. Wir sind da. Nun trennen sich unsere Wege. Auf Wiedersehen. Tschaunsen. Und ja, dann geht's richtig ab. Wir sind auf unserer Insel. Wir haben unsere Knarre endlich. Was ganz geil ist. Mit der Knarre kann man auf jeden Fall sehr viel Spaß haben. Unter anderem kann man jetzt hier den Weg zu Tingle, nämlich... Ging denn das so? Ah! Konnte keine anderthalb Sekunden länger warten. Ne? Und jetzt kann man nämlich endlich zu Tingle hoch. Joinks! Den nochmal so richtig einen reinscheppern. Sehen Sie nur all die Arcanum-Kerne, die Sie gesammelt haben. Ich weiß nicht, ob er Arcanum-Kerne meint, denn ich habe keine gesammelt. Tingle, die Fee, kann dafür sorgen, dass ihr Beutel mehr Kerne hält. Oh! Ja, dann gerne. Ich kann mir Kerne tragen, Alter. 50! 50 Stück! Alter, 50 Kerne! Was soll ich damit anfangen? Ja, muss ich erstmal meiner Frau erzählen. Bis bald, Leute, bis bald.